So, dann recht herzliches Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Medienvertreter. Letzte Pressekonferenz hier in der GTK Arena im Jahre 2016 zum 35-32 Sieg des SC Magdeburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen vor ausverkaufter GTK Arena mit 6.800 Zuschauern. Zur Halbzeit 20-15 und die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste, Mesmensa Larsen mit 9 Toren. 6 Tore Dejan Manaskov und auf Seiten des SC Magdeburg heute erfolgreichster Werfer Michael Damgaard mit 8 Toren, 7 Treffer jeweils durch Mads Christiansen und Christian O'Sullivan. Soweit diese statistischen Werte. Wir begrüßen recht herzlich den Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, Nikolai Jakobsen, und bitten um sein Statement zu diesem Spiel. Ja, guten Abend kann man jetzt sagen und frohe Weihnachten und erstmal herzlichen Glückwunsch zu Bennett und Magdeburg für den Sieg, Steffen Haug. Es ist ganz einfach, es war ein ganz verdienter Sieg heute zu einer sehr, sehr guten gespielten Heimmannschaft, die uns ja, nicht von vorne an, aber von Anfang an haben wir eigentlich ganz gut vorne gespielt. Und in Abwehr waren wir dann nicht so stark, aber vorne durch die Tore von Kim und Alex im Anfang haben wir das eigentlich okay im Griff. Ja, dann steht 6-6 und dann verschießen wir 7 Meter Gegenstoß, paar gute Chancen und ich glaube, wenn ich nicht falle, so 5-6 Minuten später steht es 13-7. Und diese Phase hat natürlich sehr wehgetan. Sind wir uns wieder reingekämpft auf 15-13, 7 gegen 6 gespielt, hat gut funktioniert. Und dann machen wir ein paar dumme Fehler und dann sind wir mit 5 zurück in Halbzeit. Zweite Halbzeit haben meine Jungs versucht einzuholen, aber Magdeburg war einfach zu stark heute. Die haben mit Michael Damgaard, O'Sullivan, Mads Christiansen, drei überragende Rückraumspieler, die sehr gut gespielt hat. Und wir haben alles versucht. Jede Umstellung hat uns nicht richtig gebracht. Wir können Abwehr-Torhüter nicht richtig ins Spiel reinkriegen. Und deswegen war das auch ein ganz verdienten Sieg zu Magdeburg heute. Die haben eine sehr gute Leistung gebracht. Danke. Danke, Nikolai. Ja, Olli Rogosch, was kannst du noch hinzufügen? Ja, von mir auch frohe Weihnachten erstmal. Glückwunsch an Benno und Stabbe für eine richtig gute Leistung vom SCM. Wir sind hergefahren mit 2 Punkten aus Kiel und wollten natürlich nochmal ein ähnliches Spiel abrufen. Ist uns leider nicht gelungen. Ich glaube, Magdeburg hat heute gezeigt, wie man mit Willen Abwehr spielt. Und die wollten das heute mehr als wir und das muss man anerkennen. Das ist uns in vielen, vielen Spielen vorher gelungen. Deswegen macht es auch wenig Sinn, auf der Mannschaft jetzt rumzuhauen, sondern ich glaube, die Vorrunde war richtig gut von uns. Und dass man in Kiel und Magdeburg beide Spiele gewinnt, das ist nicht ganz so einfach. Das haben wir heute gesehen. Und von daher wünschen wir euch allen einen guten Rutsch. Und wir werden weiterarbeiten und hoffen auf eine ähnlich gute Rückrunde im 2017. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, draußen sind schon die ersten Silvesterfeierlichkeiten in Gange. Ja, Bennetz, 35-32. Ja, auch von mir nochmal frohe Weihnachten, zweiten Weihnachtsfeiertag. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich möchte trotzdem heute diese Chance nutzen und nichts über das Spiel sagen, weil ich glaube, Nico hat das gut analysiert und da würde ich jetzt bloß nochmal nachlegen, ins Detail gehen. Ich möchte die letzte Chance, letzte Pressekonferenz in diesem Jahr einfach dazu nutzen, um Danke zu sagen. Danke an unsere fantastischen Zuschauer, danke an die Fans, die uns immer wieder nach vorne gepusht haben. Danke an meine Mannschaft, die professionell über ein ganzes Jahr hinweg agiert hat und gearbeitet hat, mit Höhen und Tiefen umgegangen ist. Die Tiefen haben uns vielleicht besser gemacht als diese Höhen. Danke an das Umfeld, danke an die Unterstützer, danke an Stabel, danke an Marc, danke an Thomas, danke an Dirk. Ich habe da nicht so viel Erfahrung, aber ich fühle mich sehr wohl in dieser Arbeit hier, in diesem Job und freue mich einfach auf das, was noch kommt mit der Mannschaft, mit der Symbiose, mit den Zuschauern, mit dem Umfeld. Dafür wollte ich jetzt einfach mal ohne langen vielleicht so schwafeln, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, nochmals Dankeschön sagen und wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich jetzt schon verdammt auf das neue Jahr. Leider haben wir jetzt eine Pause. Ich hätte sie nicht gebraucht, aber trotzdem
guten Rutsch, kommen wir alle zur Ruhe. Euch auch alles Gute für das nächste Jahr. Kommt gut nach Hause. Vielen lieben Dank. Ja, Steffen Stiebler, sportlicher Leiter SC Magdeburg, bitte noch deine ergänzenden Worte. Ja, ich schließe mich natürlich dem Dank an, bedanke mich auch für die Glückwünsche von den Löwen. Ich glaube, das war heute durchaus ein verdienter Sieg. Das war für uns natürlich die einfachste Konstellation, die wir haben können. Wir sind heute nicht als Favorit gestartet, sondern hatten den deutschen Meister hier. Und ich fand, die Mannschaft hat das sensationell gelöst heute. Bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft, was sie in den letzten Wochen geschafft hat. Wir hatten ja doch einige Täler, die wir durchschritten haben. Und deshalb ist die Freude natürlich umso größer, dass wir jetzt ein sehr, sehr versöhnliches Ende haben dieses Jahres. Und ich freue mich genauso wie Benno auf die nächste Rückserie und wünsche allen einen guten Rutsch. Und ich hoffe, dass die Jungs heute zumindest ein bisschen feiern können. Danke. Danke, Steffen. Gibt es Fragen an die Trainer? Ja, Rudi, bitte nimm das Mikrofon mit. Wir haben auch wenn du das mit dem Dank verbunden hast, könntest du trotzdem mal aus deiner Sicht sagen, wo die Ursachen sind, dass ihr heute so souverän aufgespielt habt? Ich glaube, der Hauptgrund dafür war, auch wie Olli schon sagte, dass wir das unglaublich wollten. Ich glaube, jeder an der Halle hat gesehen, dass wir natürlich an uns geglaubt haben. Wir wussten, dass uns eine starke Mannschaft hier erwartet. Deutscher Meister wird man nicht einfach so. In Kiel gewinnt man nicht im Vorbeimarsch. Aber meine Jungs sind mit Niederschlägen diese Woche gut umgegangen. Wir hatten 2 Grippefälle plus eine Sperre zu verkraften und haben einfach gesagt, wir hauen nochmal alles raus, was in uns steckt. Ja, und da sieht man wieder, was in Magdeburg in einer eigenen Halle mit einer fantastischen Getik-Arena einfach möglich ist. Da kann man sich auch über sich hinauswachsen, was Besonderes leisten. Und das ist heute einfach gelungen. Die Spielvorbereitung war nicht anders als für jedes andere Punktspiel. Wir haben uns detailliert auf die Rhein-Neckar-Löwen vorbereitet. Ja, wollten Andis Schmiedskreise so klein wie möglich halten, um dann vielleicht die anderen noch in Schlagdistanz zu halten. Ich glaube, wenn ich jetzt drauf gucke, jetzt komme ich doch in die Analyse, ist uns das nicht bei allen Spielern gewonnen. Wir haben von Mats Mensa 9 Tore bekommen, aber haben Andi Schmid ein bisschen kleiner bekommen und dadurch ist ihnen vielleicht in ihrem Standardspiel etwas schwerer gemacht, dieses 2 gegen 2 mit dem Kreisläufer zu unterbinden. Dadurch mussten die anderen extrem viel investieren, um ins 1 zu gehen. Kim musste ins 1 gegen 1, Mess musste ins 1 gegen 1 und haben dazu eine überragende Angriffsleistung. Das ist noch nicht, Rudi, das muss ich auch sagen, es ist noch nicht das perfekte Spiel, ob es das überhaupt gibt, ist die Frage, was ich mir vorstelle. Ich würde noch lieber über die Außen spielen. Wir haben heute einfach eine extrem gute Trefferquote aus dem Rückraum gehabt. Wenn wir 3 Rückraumspieler haben, die nicht unter 7 Tore werfen und Mika sogar 8 Tore, das wird uns bestimmt nicht in jedem Spiel funktionieren. Wir sollten da weiter dran arbeiten, dass wir es konstant bekommen. Und das bleibt auch der Abschluss. Ich habe dieses Jahr von Höhen und Tiefen gesprochen. Trotzdem gefühlt sind es für mich mehr Höhen gewesen und ein doch erfolgreiches Jahr für den Sportclub Magdeburg. Weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann danke ich euch herzlich noch das Resultat der Füchse. Die haben gewonnen 29-23 gegen Coburg. Die anderen Begegnungen haben gerade angefangen und morgen gibt es auch noch Spiele. Dann danke ich euch herzlich, wünsche uns allen ein angenehmes Übergreifen ins Jahr 2017. Bis dann im Februar geht's weiter hier, 15. Februar, ja, nächstes Heimspiel. Dankeschön.